Hallo liebe Kieler Leben Leser, hallo Kieler Leben Facebook User. Ich möchte einmal den 26.06. vorstellen, ein Donnerstag, welcher für mich ab 14 Uhr beginnt mit einmal mit den Kindern über die Krusenkoppel. Ja, dauert ein bisschen länger, ein bisschen schminken, ein bisschen auf die Hüpfburg, gucken, was da gemacht wird. Immer eine schöne Sache für die Kinder. Aber ab dann müssen sie 16 Uhr langsam nach Hause, weil dann geht es nämlich los. Fußball-WM, letzte Gruppenspiel Deutschland gegen USA. Ja, wer es gerne möchte, kann auf der NER-Bühne oder auf dem Musikzelt Kieler Woche, kann er sich das beim Public Viewing angucken. Meine Sache ist es nicht. Ich suche mir ein kleines, stilles Örtchen nicht, aber einen Platz, einen ruhigen Platz, wo ich da das in aller Ruhe mit Freunden gucken werde. Wenn das Spiel zu Ende ist, ob erfolgreich gestaltet oder auch negativ, wovon wir natürlich nicht ausgehen, werde ich denn auf den europäischen Markt oder internationalen Markt gehen. Da ist der Fußballertreff ab 20 Uhr, da trifft sich die Kieler Fußballszene zwischen Spanienstand und dem Dänemarkstand. Wir werden da Papierchen trinken, über das Gesehene philosophieren und gleichzeitig um 20 Uhr nebenbei noch die Red Hot Chili Peppers hören, eine Musikgruppe, die Red Hot Chili Peppers covert, aber mit Dudelsack, und ja, es ist eine ganz nette Sache. Ab 22 Uhr wird man mich dann wahrscheinlich bei der NDR-Bühne treffen, wo die Disco Boys nochmal richtig Dampf machen und wo es Alarm gibt. Wenn sie hier sind in Kiel, werde ich da sein. Wenn das Konzert wahrscheinlich um 0 Uhr zu Ende ist, suche ich mir dann noch irgendeine Location, die in um Kiel noch was bietet, um dann mich vorzubereiten fürs Wochenende. Bis dahin, wir sehen uns auf der Kieler Woche.